herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, da ich morgen Geburtstag habe, backe ich was für die Schule. Und zwar einen Kuchen. Und ja, willkommen bei Backdesaster mit Pixelboy. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das ist so eine Backmischung. Hier. Also, Backmischung, Schokoladenfleisch, die benötigen Kastenform, etwas fester. So, und sie fügen zu weiche Margarine oder Butter, Eier, 5 Milch. Okay, Milch, hole ich mir Milch, 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 Milch. So, Milch. Eier. Wo sind denn? Wo sind denn unsere Eier? Ach, da oben. Zwei, vier, fünf. Passt. Ich brauche nämlich nur 3. 3 Eier, Milch und Margarine habe ich. So, das ist das Geschenk. Was machen wir nochmal als erstes rein? Butter, oder? Ich mache jetzt einfach als erstes Butter rein. Ich muss die Backmischung schon kaufen. Butter, 150 Gramm Butter. So, das, was ich meistens nehme, ist ein Fischmesser. Das ist einfach für die Butter am besten. Hallo? Ach, da. Jetzt nehme ich einfach so ein ganz normales Messer. Klar. 555 Gramm. Ein bisschen. Ja, perfekt. Super. Dann haben wir das schon mal. Rein damit. So. Dann. Ich schau, der Aufsatz fehlt. So, einmal den Aufsatz rausholen. Hä? Ach, da. Ich sollte mal den Aufsatz. Kannst du ruhig. Ja, halbwegs. So, runter. Dann schätze ich mal. Ups. Genau, falsch rum. Eigentlich sollte die Backmischung zuerst. Egal. Heißt ja Backdesaster, ne? Desaster.
Ich mache immer die Hälfte falsch beim Backen. Aber am Ende kommt was Leckeres raus. Ist immer so. Wenn ich Weihnachtskekse mache, tue ich... Ich tue die... Ich mache immer irgendwas falsch. So, man sollte sich aber immer am besten das da durchlesen. Butter und Milch hinzufügen. Butter und Milch, ja klar. Butter ist schon drin, deshalb Eier und Milch. Du kleine Anjo. Schneid ich raus. Muss ich ja wohl. Scheiße, ey. Egal. egal. Erstmal Tasse, würde ich sagen, ne? Meine Lieblingstasse für Eierschlagen. Boah, lecker. Cool. Wie viel habe ich jetzt gesagt? 3, ne? 3. Ist das größte M? Ich schätze schon. Das ist jetzt egal. Wenn ich plötzlich XL nehme, juckt doch eh keine Sau. So, 3 Eier. Rein. Dann. Dann. Schutz. Oh, so einen praktischen Schutz, ne? Damit da nichts rausgeht. Was cool ist, wir haben so einen Mixer. Ich muss es nicht mit Hand mixen. 5 Esslöffel. Okay, das, die kleinen sind die Teelöffel, dann sind das Esslöffel. 5. Stopp! Ich weiß nicht. Ja, komm, ich nehme einfach mal so einen kleinen. Nein, das ist zu klein. Ein ganz normales Glas. 5. Habe ich
Okay, 3 Minuten sind zwar noch nicht wirklich um, aber ist egal. So, ich habe gerade mal die Kastenform geholt. Das ist so eine, die kann ich direkt mitnehmen. Das ist richtig, also so, richtig praktisch. Kann ich direkt mit morgen in die Schule nehmen. So, den Teig jetzt nochmal ein bisschen rühren. Erstmal muss ich probieren. Das ist das Wichtigste. Man muss probieren. Man muss den Teig probieren. Irgendwie fehlt da was.